Herzlich willkommen YouTube zu einer neuen Ausgabe von Eat, Sleep, Play, Repeat. Dem Videoblog von und mit eurem Steve Leon. Und ihr seht schon, ich spiele ein neues Spiel. Yo. Need for Speed Rivals wird gezockt und damit hätten wir auch eine neue Kategorie Let's Race Together und nicht nur Let's Fight Together. Aber zu dem Thema gleich mehr. Erstmal gibt es was ganz anderes, über das ich reden möchte und vor allem, was auch dabei angekündigt wurde. Und zwar, es geht um das Thema Avatar-Design. Ja, da ist noch so ein Fragezeichen. Warum ist da so ein Fragezeichen? Ganz einfach. Ich möchte gern einen coolen Avatar, ein kleines Icon. Allerdings möchte ich nicht, so wie die meisten, Manga-Style dort haben, sondern ich hätte zwar schon irgendwo eine Kopie von mir, Mini-Me, aber das Ganze in einem US-Comic-Style. So, nun bin ich absolut nicht talentiert, was Zeichnen betrifft, also komme ich da nicht wirklich voran. Ich habe jetzt schon ein paar Seiten durchsucht, aber so auch da nicht wirklich was gefunden, was mir gefällt. Deswegen frage ich euch einfach mal um eure Hilfe, um eure Meinung zu diesem Thema. Wenn ihr jemanden kennt, der gerne sowas designt, der sowas kann, der da Bock drauf hat, einen US-Comic-Style-Mini-Me von mir zu zeichnen, beziehungsweise zu designen in einem Grafikprogramm. Ich hätte das Ganze gerne per Vektorgrafik. Ja, Anforderungen stellt er auch noch. Dann schreibt mir, beziehungsweise hinterlasst erstmal auch einen Kommentar hier unter dem Video zu dem ganzen Thema, was ihr davon haltet. Und dann könnt ihr mir, wie gesagt, zu diesem Ganzen schreiben. Schreibt mir eine Nachricht hier auf YouTube oder über die sozialen Netzwerke Twitter, Facebook, Google+. Ja, wie ihr im Endeffekt mögt. Da freue ich mich auf jeden Fall auf euer Feedback drauf und das Ganze ist jetzt hier auch kein Fishing for Freebies oder so. Nein, derjenige soll auf jeden Fall was davon haben. Was er sich da genau drunter dann vorstellt, das dann auch bitte einfach per Anfrage. Und ja, dann hoffe ich, dass ich euch bald mein originales Design, Avatar-Design vorstellen kann, was dann auch alle T-Shirts schmücken wird, wenn es die dann irgendwann mal geben wird, oder was auch immer. Natürlich sollte derjenige auch einen starken Magen haben, er muss ein Bild von mir tragen. Oder diejenige, ja. Das ist auf jeden Fall wichtig noch, es gibt dann ein Originalbild von mir. Bisher habe ich ja gesagt, ich verschone euch damit. Das hat seine Gründe. Und denjenigen trifft es dann halt hart. Ich hoffe, man kann auch das Beste draus machen irgendwie. Also, dass das dann wirklich noch nach was aussieht. Also, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf das, was da rauskommt. Und hoffe natürlich, dass wir da was richtig Cooles hinbekommen werden. So viel zum Thema Charakter-Avatar-Design. Was schon versprochen war, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort dazu, warum hat das jetzt so lange gedauert? Ich habe viel an der Technik gebastelt. Ich hoffe, man hört und sieht auch schon einen Unterschied, weil das wäre dann letzten Endes das, was ich bezwecken wollte. Und möchte mich natürlich hier weiterentwickeln, die Fehler, die da entstehen oder die Probleme, die entstehen, vermeiden, nicht nochmal vorkommen lassen. Und das hat mich jetzt in den letzten Tagen echt unglaublich viel Nerven gekostet. Also Videos zu machen für YouTube sieht immer so einfach aus, glaube ich. Oder viele denken sich, ja, ist nichts dabei. Aber wenn man das richtig betreiben will, so richtig mit Qualität und mit Anspruch, dann steckt am Ende doch eine ganze Menge mit hinter. Das ist nicht einfach nur das Video aufnehmen, da ist der Schnitt noch dabei, da ist das Rendering, dafür braucht man die richtigen Programme. Auch die machen nicht immer das, was sie sollen. Gerade das hat mich in den letzten Tagen ziemlich genervt. Ja, und dadurch zieht sich das dann immer so ein klein wenig hin. Aber jetzt haben wir endlich mal ein paar Lösungen gefunden, gemeinsam. Hab mit den Leuten von meinem Clan auch reichlich rumprobiert. Wir haben jetzt die Möglichkeit aufzunehmen mit Teamspeak, wo dann nur die Stimme nochmal gesondert da ist. Also wo wir wirklich gemeinsam auf dem Teamspeak zocken können. Für diejenigen, die da Bock drauf haben. Wir können gemeinsam über Skype auch, also auch das wäre dann möglich. Ja, haben also jetzt reichlich Möglichkeiten und damit soll es auch die nächsten Tage dann definitiv schon weitergehen in den nächsten Videos. Ihr seht jetzt hier Need for Speed Rivals, habe ich mir jetzt vor drei Tagen, ja sozusagen, also am letzten Wochenende gekauft.
echt ein cooles Game. Muss ich wirklich sagen, hätte jetzt nicht gedacht, dass die Steuerung so genial ist. Also ich habe immer gehört, ja, Steuerung ist scheiße. Irgendwie lässt sich das alles nicht so kontrollieren, wie man es gerne hätte. Finde ich gar nicht. Game gefällt mir, macht Fun und ja, genau, das ist halt auch der Grund, ne? Spielen muss Spaß machen. Das heißt, wenn ihr Bock habt mitzuzocken, ob nun als Racer oder als Cops oder gemeinsam als Cop ein bisschen jagen, whatever, dann schreibt einfach mal eure Meinung zu dem Game in die Kommentare rein, zu dem Video auch hier. Oder schreibt mir halt einfach über die sozialen Netzwerke, dann finden wir uns zusammen. Ich werde auch, wenn ich das nächste Mal aktiv drin bin in Need for Speed Rivals und auch Bock habe, zu aufzunehmen, werde ich auf jeden Fall mal Bescheid geben und dann kann man sich ja auf dem Teamspeak zum Beispiel treffen und dann kann man gemeinsam ein bisschen Fun haben und das dann auch teilen. Also, let's race together. Neue Kategorie wird es definitiv auch im Channel geben, genauso wie Let's Fight Together. Das erste Video für Let's Fight Together haben wir ja schon gesehen. Danke auch da schon mal für das Feedback, auch wenn nicht viel über die Kommentare kam, aber einige haben mich dann angeschrieben. Ja, die Versprecher, die sind immer noch mit dabei und ja, das kommt vor. Ich gebe mir Mühe, dass das immer besser wird hier. Und da wird es jetzt dann demnächst das erste Let's Fight komplett zu Guild Wars geben. Nun haben wir schon einige Videos recorded und das ist jetzt natürlich so eine Sache. Teamspeak komplett mit 60, 70, 80 Leuten werde ich nicht online stellen. Ist auch super aufwendig. Jeder muss ja dann im Endeffekt auch das wollen. Viele wollen halt einfach nur zocken. Das heißt, es ist jetzt die große Frage, wie machen wir überhaupt das Ganze? Was wird aus Let's Fight Together? Ich habe da schon eine Idee, die geht so ein bisschen ins Commentary von, wie auch E-Sport-Veranstaltungen kommentiert werden eben. Ja, und an der Stelle ist halt auch wieder eure Meinung gefragt. Was stellt ihr euch unter Let's Fight Together Guild Wars 2 vor? Auf was habt ihr da Bock? Was hättet ihr da gerne? Also wie soll das Format am Ende aussehen, denn ihr seid Teil dieses Formats, ich zock mit euch dort zusammen, hab dabei vor allem auch jede Menge Spaß. Also möchte ich auch gerne hören, wie ihr euch gerne hier auf YouTube dann am Ende sehen möchtet. Ja, das soll's dann an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein für den Moment. Neue Gameplays, neue Let's Plays und neue Videos folgen jetzt endlich, denn endlich funktioniert die Technik so, wie sie soll. Also mehr Games, mehr Videos, mehr Play, mehr Fun. Wenn ihr Teil von dem Ganzen seid, sein wollt, dann einfach weiterhin wie immer die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, Google+. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, guten Morgen, guten Tag. Euer Steve Leon.